Manchmal ist das, was ungerecht erscheinen mag, für euch nicht nachzuvollziehen. Sonntag, 26. Oktober 2014, 23.10 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, diejenigen, die mich leugnen, weil sie glauben, dass, sollte ich wirklich existieren, ein liebender Gott niemals Leiden zulassen würde oder erlauben würde, dass unerwartete Tragödien, Erkrankungen oder frühzeitige Todesfälle stattfinden. Gott gibt Leben und er nimmt es, so wie er es will. Und bei jedem Akt Gottes wird immer Gutes daraus entstehen, entweder in der Welt, in der ihr lebt, oder in meinem Himmelreich. Es ist ein Mangel an Vertrauen in mich, der Bitterkeit in den Seelen hervorruft, die mich aufgrund von Handlungen beurteilen, die sie für grausam und unnötig halten. Was sie nicht wissen, ist, dass alles seine Zeit hat, eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Sterben, und dass Gott der Urheber des Lebens ist und nur er entscheiden kann, wann er es wieder nimmt. Das Leiden durch die Hand anderer wird durch die Sünde verursacht, nicht durch Gott. Wenn der Mensch verschiedene Wege im Leben wählt, ist es ganz und gar seine eigene Wahl, welch einen er nimmt. Einige wählen weise und nach ihrem eigenen Gewissen und sind sich über den Unterschied zwischen richtig und falsch im Klaren. Andere werden den Weg wählen, von dem sie glauben, dass er ihnen die notwendigen Güter für ihren Lebensunterhalt in der Welt bringen werde. Doch es wird auch diejenigen geben, die unklug wählen und einen Weg der Selbstsucht, Bosheit und Gier einschlagen. Alle guten Dinge kommen von Gott. Manchmal ist das, was ungerecht erscheinen mag, für euch nicht nachzuvollziehen, aber wisset, dass Gott es wählt, wodurch er fruchtsam zum Wohle der Menschen, und das Leiden ist Teil dieses Planes hinsichtlich seiner Rettung der Seelen. Er findet keinen Gefallen am Leiden, aber Leiden ist eine Form der Reinigung. Wenn ihr leidet, wird Gott versuchen, dieses Leiden für das Wohl eurer eigenen Seele zu verwenden. Aber er wird euch niemals zwingen, etwas zu tun, denn er gibt euch einen freien Willen. Ein Missbrauch eures freien Willens kann zur schrecklichen Sünde führen, und dennoch wird Gott euch niemals euren freien Willen nehmen. Der freie Wille ist unantastbar. Er wurde dem Menschen von Gott unentgeltlich geschenkt, und der freie Wille ist das einzige Geschenk, das er euch niemals wieder nehmen wird. Es ist jedoch der freie Wille des Menschen, aufgrund dessen der Mensch aus der Gnade und in die Sünde fällt. Der Teufel treibt mit dem freien Willen des Menschen sein Spiel durch die Versuchung der Sinne. Der freie Wille ist ein Geschenk, zumal er, wenn er richtig eingesetzt wird, Gott große Ehre erweisen kann. Aber wenn er missbraucht wird, um schreckliche Gräueltaten zu begehen, wird er von Satan zum Fluch der Menschheit eingesetzt. Der Kampf um Seelen wird enden, wenn der freie Wille des Menschen mit dem Willen Gottes eins wird. Erst dann wird der Mensch frei von allen Dingen sein, die ihm Sorgen und Leid jeglicher Art einbringen. Der Wille Gottes wird in der kommenden Welt, die kein Ende hat, herrschen. Euer Jesus.